Erstmal ein ganz großes Danke an alle Leute da draußen. Leute, ihr seid Hammer. Die Coaster Talks stoßen auf ein derart großes Interesse, da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich finde es einfach toll, wie ihr mit mir bei den Coaster Talks interagiert. Bleibt so, macht weiter so. Ich freue mich über jeden Kommentar und auch die Abstimmungen. Die sind super. Wenn ich zum Teil in die Abstimmungen vom Coaster der Woche gehe und einfach sehe, dass 500 Leute abgestimmt haben, das ist wirklich toll. Bleibt so, macht weiter so. Ihr seid die Besten. Wie ich gerade vorhin sagte, habt ihr auch in der letzten Folge abgestimmt, welcher Coaster der Woche werden soll. Auch diesmal haben wieder über 300 Leute abgestimmt. Das ist super unglaublich. Und der Coaster der Woche in dieser Folge ist Silverstar aus dem Europapark. Silverstar ist eine Achterbahn des Schweizer Achterbahnherstellers B&M und war von 2002 bis 2012 für 10 Jahre die höchste Achterbahn Europas. Jetzt bist du wieder dran. Stimme ab mit allen anderen zusammen, welcher Coaster soll der Coaster der Woche in den nächsten Coaster Talk werden. Wir bleiben im Europapark und ihr habt die Wahl zwischen der Blue Fire aus dem Europapark, ein Mack Lounge Coaster, oder aber Wodan, ein Woody Coaster, der nicht von Mack stammte. Stimme jetzt hier oben ab, welcher Coaster der Woche in den nächsten Coaster Talk werden soll. Es gibt Neuigkeiten zum längsten Dive Coaster Europas. Ihr erinnert euch, hier oben ist es verlinkt, in der allerersten Coaster Talk Folge haben wir darüber gesprochen, dass 2018 in Liseberg in Schweden ein neuer Dive Coaster gebaut wird. Inzwischen ist der Name des Dive Coasters bekannt und zwar lautet der Valkyria. Oder wie man das auch immer aussprechen möchte. Valkyria oder wie der eben heißt, ist Europas längster Dive Coaster und wird 2018 im Park Liseberg eröffnet. Liseberg hat vor wenigen Tagen das Layout vorgestellt und wir wissen jetzt Folgendes über den längsten Dive Coaster Europas. Der Dive Coaster wird eine Länge von insgesamt 700 Meter haben. Das klingt nach viel, ist aber wirklich nur 230 Meter länger als Kraken im Heidepark. Auf diesen 700 Metern erwarten uns einen 47 Meter hohen First Drop und drei Überkopfelemente. Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit der Achterbahn nach dem First Drop bei 105 km/h liegen. Bevor ich diesen Coaster irgendwann fahren darf, hoffe ich eben noch, dass ich diesen Sommer zusammen mit euch auf meinem YouTube-Kanal nach Liseberg reisen kann und noch einmal den Intermin Launch Coaster Kanonen fahren kann, denn dieser wird ja leider für den Bau des neuen Dive Coasters abgerissen. Ihr habt es bestimmt gemerkt, wir hatten in dieser Coaster Talk Folge kein No Limits 2 Teil. Das liegt daran, dass ich noch etwas anderes mit euren Coastern vorhab, aber ich muss jetzt leider schon vorweg sagen, bis wir wieder eure No Limits 2 Achterbahn im Coaster Talk sehen werden, kann es noch bis Sommer dauern. Aber das Warten wird sich lohnen. Ebenfalls gab es in dieser Coaster Talk Folge auch keinen Technik-Blog. Der Grund dafür, ich versuche die Coaster Talk Folge noch ein bisschen kompakter zu machen. Ich versuche die 3 Minuten anzustreben, denn wenn ich in den Analytics nachschauen gehe, nach ungefähr 3 Minuten schalten die meisten von euch ab. Deshalb möchte ich euch kompakte Folgen bieten, bei denen ihr euch nicht langweilen müsst. Ihr habt jetzt die Möglichkeit nochmal da oben abzustimmen, welcher Coaster der Folge in der nächsten Coaster Talk Folge werden soll. Ich bedanke mich bei euch für den geilen Support. Ihr seid Hammer, macht weiter so, schreibt Kommentare, stimmt ab, teilt dieses Video. Ihr seid wirklich die Besten. Ich hätte nicht gedacht, dass der Coaster Talk auf so viel Interesse stoßen wird. In diesem Sinne, ihr seid die Besten. Ciao!